Und hallo zurück beim nächsten Teil, The Westerner. Wir fahren jetzt mit der Drasine, wie ja im letzten Teil schon angekündigt. Und zwar zum anderen Teil der Brücke. Ja. Fraps leckt jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Ich hoffe, das bleibt so. So, jetzt steigt er erst wieder ab. Jetzt wieder aufsteigen. Na, woher kommt noch dieses Knattern? Ah, es ist wieder herrlich. So. Eben stand die Drasine noch auf der Weiche, jetzt stand sie... Naja. Das erinnert mich auch jetzt so ein bisschen an Hugo. Bei Hugo gibt es nämlich auch ein Spiel, da fährt man mit der Drasine. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Aber okay, das gehört jetzt nicht hier hin. So, wir benutzen jetzt unseren Gürtel mit dem Mast. Lieber nicht. Und dann nicht mit dem Mast, dann mit dem anderen Mast. Ja, na klar. Oh nein, brauche ich etwa den Klettermast? Nein. Okay. Ach nein, brauche ich etwa den anderen Mast? Ach, den anderen Mast, den anderen Gürtel. Ja, brauche ich. Genau, das ist der Klettergürtel. Was macht der denn jetzt? Okay. Okay, ja. Und jetzt hier unser mobiler Telegraph. Wo haben wir ihn? Da. Lieber nicht. Ach, mit Kabel. Ja, ja, okay. So. Sheriff Slocum, Starrack City. Ich komme mit dem Zug aus Abilene. Er kommt heute Nachmittag in Starrack City an. Warten Sie am Bahnhof auf mich. Grüße, Marshall Smith. Ja, okay, das müssen wir jetzt ein paar Mal machen. Guck mal hier unten, der Schatten. Vom Fenimore ist ein Schatten, aber nicht vom Mast. Mr. Starrack, Starrack City. Lassen Sie die Farmer in Ruhe. Gezeichnet, Fenimore Fillmore. So, nochmal. Komm, nochmal. Schreib noch eine SMS. Miss Ryanen, Starrack City. Ich bin verrückt nach dir, Fanny. Eieieiei. Da wurde schon früher Geld für sinnlose SMS ausgegeben. Also Telegramme. An den Cheftelegraphisten von Starrack City. Entschuldigen Sie die Störung. Gezeichnet, ein Spaßvogel. Okay, wieder hinunter. Kann ich nicht. Nein, du sollst runter. Unmöglich. Oh, wo ist der Gürtel? Aber den haben wir doch gar nicht, der hängt doch da. Ja, wie soll ich denn jetzt hier runterkommen? Ich passe, kann ich nicht. Ach, okay, einfach so runterklicken. Oh, jetzt ist der Gürtel weg. Oh, oh, oh. Oh, ah. Aber den Gürtel nehmen wir mit, mein Freund. So, wieder mit der Drasine zurück in die Stadt. In die Stadt. Er macht aber auch jedes Mal denselben Fehler. So, und dann... glaube ich, war das zum Tele... Oh, Fraps! Jedes Mal hier wieder! Moment. So. Nein, es fällt wieder. Ah. Na, jetzt? Nee, doch nicht. Ach man, was macht Fraps hier immer mit mir?
Jetzt ist es ganz unten. Ja, ihr könnt leider die Fremdzahl hier nicht sehen, aber... Die Fremdzahl will ich mir aus der Sonne, Fremder. Was willst du? Unglaublich. Moment mal eben. So, jetzt aber. Schönen Tag auch. Das passt ja hervorragend. Ich habe gerade ein Telegramm für den Sheriff erhalten. Was Sie nicht sagen. Können Sie es ihm bringen? Sie scheinen ja sowieso nicht viel zu tun zu haben. Es wird mir eine Ehre und ein besonderes Vergnügen sein. Hier bitte. Dieses Telegramm vernichtet sich in 2 Sekunden selbst. So, schönen Tag auch. Hallo noch. Was wünschen Sie? Was für uns? Ist etwas für mich angekommen? Name? Fillmore. Fenimore Fillmore. Fillmore, ja. Hier bitte. Money, money, money. Das kommt aus Yuma. Geehrter Herr Rechtsanwalt, betrachten Sie sich als eingestellt. Als Vorauszahlung an bei $30. Erwarte viel von Ihnen. Dr. Hengelhoffer, Gefangener 302. Warnung, Nachricht zerstört sich in 5 Sekunden selbst. War ja klar. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, guckt euch das an. Vermögen. Noch mehr. Schönen Tag auch. Was wünschen Sie? Können wir da noch ein Telegramm aufsetzen? Ist etwas für mich angekommen? Name? Fillmore. Fenimore Fillmore. Fillmore. Nein, gar nichts. Schade. Okay. Ja. Dann... Auf zum Sheriff. Dann denke ich mal, werden wir mit Sicherheit auch die Hütte leer kriegen, sodass wir uns da umsehen können und vielleicht dann hinten Tom aus dem Gefängnis holen. Wobei in der Zeitung stand ja auch das mit dem roten Tuch und das mit dem, Mauer einbrechen und so und, naja, okay, lassen wir uns überraschen. So. Hallo, Mr. Fillmore. Ja. Hallo, Sheriff. Ja, Gott sei Dank. Ich habe nur das Telegramm? Ich habe ein Telegramm für Sie. Immer her damit. Das wird das Telegramm sein, auf das ich warte. Guckt euch das an, ey. Vom Marshall? In der Tat. Er kommt mit dem Zug heute Nachmittag. Danke, Sie können gehen. Auf Wiedersehen und lassen Sie nichts anbrennen. Diese Nachricht wird sich in 5 Sekunden... Tja, ich habe Sie gewarnt. Na? Haut er jetzt ab? Sie ist verschlossen. Okay, dann hat er das wohl. Okay, da sehen wir nix. Dann gehen wir mal nach hinten. Vielleicht kann Tom uns helfen. Ah, Moment, da ist er. Okay, der haut ab. Das ist sehr schön. Bis auf Shorty, der Einzige, der sich jetzt hier in dieser Stadt einmal draußen bewegt hat. So. Possum! Tom Possum! Ja, bitte? Ja, bitte? Könntest du die Unterschrift des Sheriffs fälschen? Mann, ich fühle mich nicht inspiriert, wenn ich eingesperrt bin. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Außerdem muss ich zuerst die Unterschrift des Sheriffs sehen. Ach. Wie kann ich dich dort rausbekommen, jetzt wo der Sheriff weg ist? Neben der Tür hängt ein Schlüssel. Vielleicht gehört er zur Zelle. Aber du kannst ihn nicht nehmen und mir die Tür öffnen, weil der Sheriff das Büro verschlossen hat, bevor er wegging. Schaffst du es nicht von dort? Vielleicht, wenn ich eine Stange oder etwas Langes hätte. Ich suche irgendwas. Er ist ungefähr 2 Meter entfernt. Ah ja, gut, dass er das weiß. Okay, was haben wir? Das Seil? Nee. Der Zollstock. Ja, Zollstock ist doch meistens 2 Meter lang, oder? Moment. Ja, tut mir leid, Freunde, dass ich das immer machen muss, aber... Fraps? Vielleicht wisst ihr es ja selber, wenn er mit Fraps aufnimmt, dass Fraps manchmal so ein paar Anflüge von, Einbrüchen hat. Tom, versuch mal damit an den Schlüssel zu kommen. Ich versuch's. Du liebe Zeit. Natürlich. Fast! Hab ihn! Und, passt er? Nein, passt nicht. Nimm du ihn. Na danke, der Zollstock ist weg. Aber vielleicht kommen wir mit dem Schlüssel vorne rein. Hoffentlich merkt Shorty davon nichts.
Von hier aus unmöglich. Oh nee. Wie? Was sollte das denn gerade? Oh, 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 schön, 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 schön. Das lasse ich lieber. Schade. Ah, hier ist bestimmt wieder Geld drin. Jawohl. Zu machen. Da kann man nichts nehmen. Schrank, was haben wir da? Reingucken. Reingucken. Boah, was ist das? Okay, dann Waffenstände. Können wir uns da eine nehmen? Besser nicht. Schade. Munition können wir uns auch nicht nehmen. Da ist ein Dollar drin. Die zweite. Na. Was ist das? Ein rotes Tuch. Da haben wir es doch. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Damit können wir wahrscheinlich den Stier hinten auf die Mauer jagen. Und da ist noch ein Dollar dran. Das ist doch schön. So, zumachen. Was haben wir da? Ernennungsurkunde des Sheriffs. Können wir die wegnehmen? Ah, jetzt hat er nämlich keine mehr. Okay, da hinten steht noch ein Schreibtisch. Kaminofen. Unmöglich. Besser nicht. Okay. Da sind noch mehr Schubladen. Noch mehr Geld. Jawohl. Da ist noch einer. Ach, jetzt wieder drum rumlatschen. Und noch ein Dollar. Na, zumachen. Hier können wir nichts nehmen. Da können wir nichts nehmen. Da haben wir alles raus. Da hinten im Aktenschrank können wir auch nicht. Ich passe. Okay. So, was ist jetzt mit ihm hier? Sie ist verschlossen. Sie ist verschlossen. Okay. Egal, dann gehen wir jetzt mal raus und gehen meiner Vermutung jetzt mal nach, nämlich mit dem roten Tuch. Den Stier anlocken. Auf die Hinterseite. Und dann müsste... Moment, das jetzt... Ne, mit dem Stier. Wahnsinn, Stier. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Hui! Toro! Was zum... Tom, komm raus, ist ein öffentliches Gebäude. Das war unglaublich, sehr originell. Tja, so bin ich. Geh und versteck dich auf Elvins Farm. Wir treffen uns dort. Hä? Was ist das alles? Hallo, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Nein, er will da nicht rein. Oh, jetzt habe ich den ganzen Scheiß umsonst gemacht. Und der haut ab. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? 66 Dollar. Okay. Ja, toll. Und nü? Ach ja, Moment mal. Wenn wir schon mal einmal hier sind, die Bank, da war doch das mit irgendwas mit dem Foto. Wenn wir jetzt da auch ein Foto von machen. Guten Tag. Gehen wir nach hier vorne und dann mit dem Foto den Bankier. Darf ich fragen, was Sie da tun? Ich bin Fotograf für National Banking. National Banking? Ich bräuchte für unsere nächste Ausgabe ein Foto, falls Sie nichts dagegen haben. Aber nicht doch. Fangen Sie nur an. Stehe ich so richtig? Sicher, klar doch. Perfekt. Wann kommt's raus? Ich schicke Ihnen ein Exemplar. Kein Problem.
So, und jetzt gehen wir das Foto natürlich entwickeln. Ich hoffe, das funktioniert auch. Aber dann müssen wir uns noch irgendwas mit Shorty überlegen, weil der verfolgt uns ja. So, dann hier rein. Jetzt läuft Traps wieder super. Das sind immer so Abstände. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Im Hintergrund läuft weder ein anderes Programm noch irgendwas anderes. Naja, egal. Hauptsache, das Spiel stürzt mir nicht ab. So, dann hier runter. So, in der Dunkelkammer. Und jetzt? Ah, gucke an. Bild aus der Bank. Okay, jetzt haben wir ein Bild von der Bank. Geht die Tür mittlerweile auf? Nein. Schade. Tja, aber was machen wir mit dem Bild von der Bank? Ich weiß es nicht, Freunde. Weil wir haben ja immer noch Shorty an der Backe. Egal, gehen wir hier mal wieder raus. Was will der denn? Komm ja bloß nicht so nah, du. Genau, da ist er. Wieso ist die Tür denn noch auf? Und wieso bleibt er jetzt auf... Hä? Okay. Was ist das? Ach so, das ist die... Okay. Ja, unser Pferd steht da hinten. Da ist nichts. Im Saloon ist nichts. Ich denke mal, in der Stadt sind wir jetzt erstmal fertig. Weil in der Bank können wir jetzt eh nichts mehr machen. Der Sheriff ist am... da sitzt er im Übrigen, am Bahnhof. Ja, und hier... hat sich auch nichts getan. Nein, da hat sich nichts getan. Tja, Freunde, dann würde ich sagen, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Wann, weiß ich auch noch nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es weitergeht. Also, freut euch auf den nächsten Teil hier bei The Westerner. Bis dahin, NRW bei 18, adieu.